Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ich habe jetzt über eine Woche hier gespielt und habe keine Ahnung mehr, was ich als letztes gemacht habe und wieso und warum. Gut, das war jetzt Verschwendung, aber ich hatte Hunger. Ach, 16 Stück. Kann ich mir locker leisten, wir haben es ja. Dann habe ich gerade mal ein Update auf die 16.3 gemacht. Ist glaube ich irgendwann die Woche rausgekommen. Und ich habe gerade schon mal kurz im Spiel geschaut. Ist alles noch da? Die Funpimps empfehlen ja, dass man Karte neu startet. Ich habe kurz überlegt. Nein. Ich bin ja noch nicht mal fertig jetzt mit meiner Basis und ich fange nie nochmal von vorne an. Da können wir dann gerne in einem halben Jahr drüber sprechen, wenn dann die 17 rauskommt. Also das heißt wohl, dass ich und Mirko, Mirko nicht, dass wir wohl mit einigen Bugs weiterleben müssen, weil ein paar wohl dann vom Kartenneustart abhängig sind. So, was habe ich denn hier überall drin? Jede Menge Iron, Clay. Quatsch, das hat ja gar nichts. Ah ja, hier ist noch die Kiste und hier ist auch noch eine leere Kiste. Das machen wir gleich mal richtig. So. Das muss ich dann noch umräumen. Also da kann ich mich dran erinnern, dass ich meine Wohnung ausbauen möchte. Aber ich würde erstmal gerne, es ist ja gerade Tag. Ich würde gerne mal zu meinen Schätzen fahren. Ja, drei Stück nebeneinander. Vielleicht sogar noch vier. Vielleicht schaffe ich das ja alles. So, die Repair-Kits. Aber doch, den Orca nehme ich mit. Da brauche ich auch die Repair-Kits. Das wohl eher weniger. Oh, die Katze ist mir gerade auf den Bauch gesprungen. Was für eine Entfernung. Ah, das tut ja immer schön gut. So, die Garten... Katze, du bleibst jetzt weg. Du hupst mir die nochmal drauf. Axt. Okay. Ja, ein paar Reaper-Frames, nie verkehrt. Nilgun. Nilgun? Ne. Wo ist eigentlich mein... meine Schaufel? Ich glaube, ich hatte ich nie oben eine Kiste angefangen. Ach man, diese langen Pausen. Ah ja, hier ist meine Schaufel, die nehme ich mal mit. Kettensäge. Nö. Genug davon. Mach lieber mehr als genug. Zum Reparieren. Das können wir jetzt hier nochmal reparieren. Okay. Kann man das auch hier lassen? Jo. Vielleicht noch was zu trinken mitnehmen. Ah, Golden Rod Flower, hier habe ich ja eine Menge. Ach, das setze ich jetzt nicht an. Ich will jetzt einfach... ich will irgendwas machen. Aber nie in der Basis. Obwohl ich da eigentlich auch Lust hätte. Ja, mein Minibike war das ja schön. So, vergesse ich irgendwas? Schaufel, Axt, Orker. Ach, mein Bogen wollte ich doch. Ich muss ja niemand durch die Gegend ballern. Also komm, rein hier. Manchmal ist ja lautlos besser. Stimmt, die Wrench. Und Pfeile bitte. Ich habe nur noch 200 Pfeile. Gut. Ich
Keine Ahnung, ob ich die Schaufel überhaupt benutzen werde. Ja, mal sehen. Die ist nicht mal geladen. Also ich muss wirklich das mal fertig bauen. Und dann überall eine Beschilderung dran machen. Halt mir, dass das Ding voll ist. Meh, meh, meh. Okay, auch so ein paar Tokens drin. Okay. Ah. Was ich aus dem gerade mal gemacht habe. Stimmt, das wollte ich noch erzählen. Ich habe gerade mal die Schatten angemacht. Also die hatte ich vorher aus, weil, ja, frisst halt ein paar Frames. Und ich habe halt 5 Frames pro Sekunde weniger. Jo. Dafür sieht das Spiel ein klein, na, Ticken besser aus. Jetzt habe ich natürlich kein Messer mit. Ach doch, ich habe die Machete mit. Ein Ach so, ja stimmt, der gibt ja noch Gammelfleisch. Ich dachte jetzt, er müsste richtiges Fleisch geben, aber das stimmt. So, dann fahren wir doch erstmal zu dem, dann hier und dann hier, ja. Also immer die Straße lang. Ich habe vielleicht noch eine Idee, was ich machen könnte mit dem 16.3. Also ich könnte natürlich einfach mal die Karte neu generieren lassen. Also jetzt mit der 16.3. Und dann einfach die Chance über den Spielstand, den ich jetzt hier habe, kopieren. Also ich denke ja, dass die dass der Generierungsalgorithmus, der, sag mal, die Landschaft generiert, mit dem gleichen Ziel die gleiche Landschaft erzeugt. Und dann halt nur diese tiefen Löcher und was da alles so für Bugs drin war, dass die dann halt gefixt sind. Also so ist meine Theorie. Dann könnte das theoretisch klappen, aber ich bin halt auch ein bisschen... Es könnte auch nach hinten losgehen, dass die Chancen dann doch nicht zusammenpassen. Na, mal sehen. Ich glaube, sowas hier haben sie mitgefixt, dass dann die Straße richtig lang geht. Komm. Können natürlich auch einfach ein neues Spiel starten. Und dann einfach mal im Kreativmodus gucken, ob denn, wenn ich an die gleichen Koordinaten gehe, das alles gleich aussieht. Gut, jetzt glaube ich. Aber ich muss nach links. War das schon hier? Ach ne, noch eine Biegung mehr. Gestern war ich in München gewesen. Das ist die letzten 2 Tage. Und es gab also einen Temperatursturz die letzten Tage. Von 30 auf 10 Grad. Und dann war mein Hotelzimmer recht kalt. Also 10 Grad zum Schlafen mag ja noch okay sein. Aber ich wollte mich halt auch so ein bisschen drin aufhalten. Und hat jetzt so nie meine Wintersachen einstecken. Bin dann an die Rezeption gegangen, hab gesagt, wie kriege ich denn mein Zimmer warm? Also es gab da eine ganz normale Klimaanlage, die konnte man auch auf warm stellen, aber ja, das war nie wirklich warm, was daraus kam. Und dann fing er mir an zu erzählen. Ach so, da Wasserumschlag. Dann fing er mir an zu erzählen, das wäre gesetzlich so vorgeschrieben, dass die nicht wärmer oder kälter plus minus. Hallo.
nehmen wir da gerne mit sowas, dass die, die dürften gesetzlich, das wäre so vorgeschrieben, nicht wärmer oder kälter als plus minus 5 Grad sein. Dann habe ich ja noch gefragt, wie bitte, seit wann denn das? Ja, das wäre schon gesetzlich immer so. Ich so, ja, bitte, davon habe ich auch noch nie was gehört. Wo soll denn das stehen? Ja, wir müssen uns da dran halten, das ist auch nichts Neues. Und ich dann gleich gefragt, ja, wie sieht es denn mit dem Winter aus? Also wenn minus 20 Grad draußen sind, dann habe ich minus 16 Grad in meinem Zimmer. Und dann so, okay, jetzt haben sie mich erwischt. Ah, hier ist er. Na, hallo? Hey, cool. Ach so, nee, ich habe einen anderen Mantel. So, noch irgendjemand hier? Jedenfalls kam da noch gleich ein Kollege und der meinte so, ja, es gab ja so die letzten Tage Temperatursturz und unser System ist halt noch auf Kühlen eingestellt und das wird sich auch diesen Monat nie ändern. Aber wenn sie wollen, können sie einen Heizlüfter mitbekommen. So, was ist der Schatz hier? Nicht so, ja, das dachte ich mir schon. Und dann war das alles kein Problem, dann habe ich einen Heizlüfter bekommen. Und dann war das Zimmer wieder warm. Man muss aufpassen, dass ich den hier weggrabe. Ah. Da ist er. Geil, noch eine Sniper Rifle. Cool. Geht natürlich ratzfatz hier mit einer Orca. So, dann bitte zur nächsten. Dahin. Halt. So ein Baumsturm kann ich nie an der Seite stehen lassen. Hier kann ich vielleicht nochmal kurz reingucken. Oh, hier sind ja gleich viele Zombies. Na. Kennt Feraler von euch dabei? Ups. Ich kann sagen, nicht so in die Luft schlagen, aber ich bin auch nicht besser. Komm, ich mag Schädel zu spalten. Der lebt immer noch. Hallo? Okay. Was ist das schon? Bin da jetzt etwas vorsichtiger geworden. Ach cool. Ich habe heute richtiges Loot-Glück. Aber ich habe das auch gefixt, weil man hat ja immer so recht wenig und recht schlechte Sachen bekommen, weil ich mich schon gewundert habe, warum das so ist. Ein Stück Holz. Nee. Das Glas. Oh, hier gibt es nur Rotz. Hab schon reingeguckt. Ah. Komm weg damit. Damit. Immer wieder kalt. Dagegen ist ein Mantel gewachsen. Ah ne, den hab ich einstecken. Ja. Stopp. Okay. Da muss ich hinhauen, ist das nicht zu tief? Wasser. Ach, Moment. Ich bin voll. Ich
Fleisch kann rein. Ich denke mal, gut, Federn könnte ich so noch mal finden. Sniper Rifle. Besonders ist fast 600er. Das geht ja schon gar nicht mehr besser. Kann ich alles schön verkaufen. Ach komm, lass mal einfach alles reinholen hier. Ja, ja, jetzt habe ich direkt daneben geklickt. Jetzt liegen sie irgendwo rum. Eier? Wo sind meine Eier hin? Hallo? Was? Nee. Wie jetzt? Boah, was geben die denn auf einmal für einen geilen Loot? Ja gut, dann sind halt zwei Eier weg. Schade drum. Hätte ich eigentlich irgendwo am Boden sehen müssen. Gut, dann gehe ich mal tauchen. Minus 2 Grad ins Wasser, da werde ich schön schnell frieren. Okay. Wie soll ich denn das machen? You cannot breathe. Wieso nicht? Ich bin doch oben. Ich werde mal langsam mal rot blinken. Jetzt hier. Ach so, der muss schon nur... Okay, Mann, ich hatte schon Angst gehabt, dass ich jetzt hier unter Wasser graben muss. Warum zeigt der keine Sauerstoff? So irgendwie ist ja... Stimmt hier was nie. Irgendwie gibt es gar keine Sauerstoffanzeige. Entweder hat das was mit zu tun, dass die Karte jetzt eine alte Version ist, oder ist es wieder ein neuer Bug? Jetzt ist 27 Grad, 28 Grad. Eben waren es da noch minus 2. So, jetzt will ich erstmal angucken, was ich denn überhaupt Schönes gefunden habe. Was haben wir denn? Behalte ich. 32 Silbernuggets, 4... Und Diamanten haben wir auch noch. Oh, und noch 3. Krass, ich bin reich, ich bin reich. Dann... 20.000 voll. Jede Menge Munition. Ich bin begeistert. Halt. Dahin. Stimmt, wo war die Straße? Da hüben. Also es gibt ja auch eine Möglichkeit, ich bin immer noch bei dem Thema, wie könnte ich jetzt eine neue Karte bekommen? Ich kenne das von dem Server, auf dem ich mal gespielt habe. PvP-Server. Da gibt es irgendeinen Mod, was man glaube installieren kann, und dann kann man Blöcke abspeichern.
Also man geht über die Stelle, wo man das speichern will und dann gibt man die Größe ein und der speichert dann die Blöcke in einer extra Datei. Und die kann man dann wieder einfügen an einer anderen Stelle. So. Vielleicht probiere ich das ja mal. Ich habe das ganz vergessen, wie sich das nannte. Oh, Katze, nie. Ach, hier ist ja schon. Oh. So, und dann hat hier hinten noch einer. Ist hier lang vorn? Ne. Platz habe ich noch. Jetzt, ich habe noch mehr. Ich sehe ja noch zwei Kisten auf der Karte. Wie viele verschiedene Schätze gibt es denn? Das ist ja Wahnsinn. Ich dachte eigentlich immer, es gibt drei oder vier. Ja, ja, von kalt zu warm. Na, mach dich doch mal nach oben. So. Ah ja. Scheint ja zu... Ah ne, es geht. Kenne ich jetzt gar nichts. Jetzt muss ich aber aufpassen, irgendwo... Okay, ich muss dann... Oh, was zum Henker? Hat er denn jetzt so geschrien? Okay. Nach rechts. Dann habe ich noch einen Schatz. Wahnsinn. Ja, ja, ich ziehe mich gleich um. Sobald ich am Schatz bin. Und nicht an den Baum fahren. Komm. Das kriegen wir hin. Jetzt. So. Hä? Gucken wir mal, welche Zombies, die was von mir wollen. Nö. So, war denn jetzt der letzte? Ach, hier oben. Ach ja, stimmt, da war ich ja auf der Suche nach einem Zugang. Den es nicht gab. Egal, ich fahre jetzt erstmal zum Händler. Dann vieles Geld ausgeben. Wäre echt cool, wenn man Casino oder sowas hätte. Also Möglichkeit spiele ich nicht, aber im Spiel... Wäre eigentlich so eine coole Sache. Man fährt mit seinen Sachen hin und kann es alles verlieren. Oder halt auch mehr gewinnen. Uah! Gut, wenn wir hier mal vorbeikommen.
sind die Zombies da. Der da macht Sprungübung. Sehr gut. Halt die Klappe. Oh. Was habt ihr denn jetzt Schönes? Das wird ja mal besser. Ah, okay. Moment, vielleicht kann man die Sachen vielleicht auch dem Händler verkaufen. Was bringen die denn? Den Star. Vielleicht kann man sie ja doch nicht verkaufen. Ach, hier sind wieder 4 Eier. Ja, die 4 Eier nehme ich mit. Hm, lohnt nie. Lohnt nie. Schneller, schneller. Irgendwelche Schritte. Ach, der sehen keine Schritte, das ist das Flattern von dem Vieh. So. Hab ich jetzt etwas nervös gemacht. Honig. Ach Mann. Okay, das trinke ich erstmal. Ich habe so auch eigenes mit, aber muss ich das dann nicht verschwenden? Kann man Erde verkaufen? Base Price. Doch, es gibt einen Base Price. Hier genauso. Ich habe Klee. Super. Boah, was kann ich denn jetzt mal hier? Was kostet 700? Ich muss auf mein Minibike gehen. Ich habe ein Minibike hingestellt, verdammt. Ja. So sieht's aus. Das ist jetzt nie gerechnet, du blödes Vieh. Okay, wann? Was, wo, wie, wann? Kann man das scrappen? Behalten. So. Stimmt, der Honig. Ach egal, ich war zum Händler. Boah, was sind das für Zacken hier? Das sieht ja mal krass aus. Na, okay, das mussten sie definitiv fixen, das habe ich schon noch gar nicht gesehen. Das ist ja hier überall so. Was zum... Ich wollte es einfach mal hier. Gut. Stopp. Wie komme ich denn jetzt darüber? Ist irgendwie... Irgendwie scheint die Karte jetzt... Ich meine, hier war ich doch schon. Ich kann doch nicht die Karte, die es schon gibt, nochmal neu berechnen.
Da hinten gibt es auch irgendwelche komischen neuen Türmchen. Kann mich gar nicht erinnern, dass es davor schon solche... Ach, ich sehe gerade, das scheint irgendwie in alle Richtungen Auswirkungen zu haben. Ich muss mich wahrscheinlich wirklich damit beschäftigen. Aber wahrscheinlich wird das dann nie die nächste Folge. Ich werde die Aufnahmesession bestimmt noch zu Ende bringen. Da ich jetzt gerade keine Lust habe, hier rumzuspielen mit der Karte. Irgendwie sieht das echt seltsam aus. Ja, wir sind am Ende der Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns beim Händler wieder. Macht's gut. Bye bye.